Ja, okay, das. Nein. Da muss ich ein Ding hinsetzen. Und dann. Ja, das ist jetzt die Frage. Mal irgendwie. Ach, natürlich. Ich war da noch nicht so ganz. Bei der Sache. Irgendwie sieht das merkwürdig aus. Boy. Hä? Was wollt ihr? Ah, Moment mal, ich hab eine Idee. Geile Sache. Ah, ich bin so klug. Nein, bin ich nicht. Oder doch, man weiß es nicht. Nicht zurückkommen. Ey. Naja. Okay, jetzt habe ich einen weiteren Kasten. So. Und nun? Ah, ja. Ich verstehe. Nee. Ja. Ah. Ach doch, ich verstehe. Ah, falsche Farbe. So. Na, es lippt doch. Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Gut zu wissen. So, Leute. Ich höre jetzt aber auch auf. Ah, bin fix und fertig. Also... Haut rein. Moin moin und hallo, willkommen zurück bei Let's Play Portal 2. Gestern Nacht sind wir von dem Brad Pitt Roboter verraten worden und sind dann irgendwo ganz weit runtergefallen und ja, schauen wir mal. So, was haben wir denn hier? Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Jo, okay. Ich muss gerade mal überlegen, wo wir denn eigentlich hin müssen. Das, ich denke mal... Ah, ja, okay, ich hab's gefunden. Da müssen wir also irgendwie hin. Ich denke mal dann da auf das Gitter irgendwie. Und... Ah, Moment mal. So. So, jetzt sind wir... Weiß der Geier wo? Ah, dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen Entlassen oder Ausschuss. Jetzt hat's trotzdem getan. Rappen sind teuer. Ja, was soll ich denn hier jetzt überhaupt machen? Moment mal.
Oh, das ist, glaube ich, nicht so gut, wenn ich mit dem Zeugs voll bin. Ah, nichts passiert. Okay, das bringt mir relativ wenig. Da muss ich vermutlich da irgendwo ein Portal aufmachen. So dass ich dann, ja, mehr Schwung habe. Momentchen. Es soll eigentlich nicht so weit fliegen. Ja, und da oben soll es eigentlich auch nicht hin. Also, ja, genau so soll das. So, alles da, alles da, alles da. Ja, und nu? Nee, das funktioniert auch nicht. So. Na also. Das hätten wir jetzt schon mal. Muss ich noch darüber oder wie? Ich lasse jetzt hier einfach mal absolut alles voll. Ich möchte ja auch nichts falsch machen. Okay, das muss reichen. Hui. Hui. Cool. So, und nun? Muss ich das vermutlich hier rüber pfeffern, oder? Hui. Aber reicht das denn? Ich meine, ich muss ja... Also, irgendwie kommt mir jetzt ein bisschen spanisch vor. Obwohl der Schwung von diesem kleinen Klecks reicht, um darüber katapultiert zu werden. Vielleicht muss ich ja... Ah, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich hab da eine Idee. Hui. Yeah, geil. Und hier übrigens fluoreszierendes Kalzium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Kalzium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Das hat doch prima funktioniert. Was kommt nur auf uns zu? Wieder blaue Farbe. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich aus dir rausoperieren. Ich denke mal, das hat jetzt irgendwas damit auf sich, oder? Nee. Okay, was machen wir? Was probieren wir aus? Da oben ist ein Hebel. So. Oi. So, jetzt kann ich ja
Genau. Ah, das ist auch noch auf Zeit. Ihr Mistkerle. So. Wunderbar. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Und was bringt mir das jetzt? Wenn ich jetzt da Farbe hin... kippe. Wo muss ich denn... Was muss ich denn... Und überhaupt? Okay, ich muss da hoch, oder wie? Ah, ja. Okay, ich verstehe. Dann muss ich... Ja, ich hab's. Passt mal auf, Leute. Ich hab da einen Plan. Aber erstmal muss ich dann nach da oben. Kann ich hier auf dem Gitter stehen bleiben? Ja. So, nun packe ich da Portal hin. Und da unten. Und dann müsste ich ja eigentlich, wenn ich jetzt runterspringe, gegen die blaue Soße fliegen und dann zurück. So habe ich mir das vorgestellt. Und es funktioniert. Geil. Okay. Finde ich cool. Finde ich richtig cool. Ah, das mache ich. So. Wo ist denn der Ausgang? Da rein muss ich, glaube ich, nicht, weil von da komme ich ja. Muss ich da jetzt einfach rüber oder wie oder was? Okay, da öffnet er sich nicht. So, was bringt mir das letztendlich? Ich glaube sogar gar nichts. Ich glaube, jetzt habe ich mir wirklich selbst in den Arsch getreten. Okay, wie komme ich denn so wieder zurück? Hopp. Ich denke mal, dass ich dieses blaue Zeugs brauche. Und wie komme ich denn da ran? Ah, natürlich. So. Und nun muss ich das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ja, ich verstehe. Das müsste, glaube ich, sogar schon reichen. Wenn ich jetzt wieder runterspringe, dann fliege ich da raus und dann zack. Ihr versteht schon, was ich meine.